Today I'm meeting Lena Rossi, one of my favorite artists that I discovered on Instagram years ago. We have a lot in common. We're both in our mid-30s, we're abstract painters, mothers, and born in Germany. Enjoy Lena's gorgeous artwork, home and studio. Watch her paint while we discuss our art practice, slow living, and having an intentional interior with kids. Our conversation is in German, so please turn on the subtitles if needed. Hallo! Hi! Komm rein, wie schön, dass du da bist. Ja. Hafermilch sehr gerne. Super. Hast du auch noch einen anderen Beruf davor oder bist du schon immer voll für die Kunst? Ja, genau. Also so Wünsche, die man so hat als Kind. Ne? Ich glaube, erst war es Innenarchitektin, dann war es irgendwie Floristin. Oh Gott, aber alles so, ja. Aber alles so in die Richtung schaffen, was machen. Ne? Und, genau. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 35. 35, ja. Okay. Genau. Du? Ich bin... Gott. Muss immer nachdenken, sag ich. Ja. 33. 33, ja. Ja, 34. Oder 30, ja. Du. Ja. Immer irgendwie so am Rechnen. Ne? Ja. Mhm. Ja. Da muss man das Alter von seinen Kindern sich merken und nicht mehr das eigene. Ja, genau. Ja, aber so mitten in der Rush-Hour des Lebens, ne? Also das finde ich schon eine intensive Phase, wo man irgendwie so Mutter sein und... Ehefrau, Schwester, Tochter, Freundin, alles. Und dann eben aber auch noch Künstlerin sein. Genau. Das ist schon ein echter Balanceakt irgendwie. Da immer so. Total, ja. Ja. Das empfinde ich genauso. Ja. All die Rollen, die man hat, auf einmal wird einem das auch so bewusst irgendwie. Mhm. Ich habe das früher nie so gesehen oder so. Und auf einmal jetzt ist man ab und zu an dem Punkt, an dem sich Sachen zu viel anfühlen oder so, dass einem auffällt, okay, ich habe so viele verschiedene Rollen und am liebsten würde ich 100% geben in jeder Rolle. Ja. Und das geht einfach nicht. Genau, da muss man sich so oft einfach sehr aktiv von seinem Perfektionismus verabschieden. Ne? Genau. Und sagen, genau. Ja. Aber das ist das Schöne, finde ich, am künstlerischen Schaffen, dass man da auch extrem viel rauszieht. Also es ist ja nicht nur ein Geben oder eine Anstrengung, es ist ja auch so eine starke Quelle an Energie, finde ich, da für die anderen Lebensbereiche. Abstrakte Malerei so eigentlich echt am liebsten mag, weil das mir echt hilft, um diesen Perfektionismus und auch den Kontrollzwang loszulassen. Ja. Weil beim fließend Arbeiten mit der fließenden Farbe, die man nicht komplett kontrollieren kann, ist es immer wieder eine Überraschung, wie sie sich verhält und was sie macht auf der Leinwand und das finde ich echt super und das hilft mir echt. Ja, total. Dieser Zufall dabei ist diese Zufallskomponente. Ne? Das mag ich auch gern. Und ja, im Prinzip ist es ja so, dass wir quasi so ein bisschen eine Übersetzung von etwas machen. Also wir lassen uns ja auch ein bisschen leiten durch den
Prozess beim Malen, finde ich, dass wir was ausdrücken, was irgendwie so auf uns zukommt an Informationen um uns rum, und dann geht es durch uns durch und aufs Bild drauf. Und das ist ja auch dieses, wir können das quasi, ja klar können wir es steuern, aber ich glaube, das Bessere ist es, wenn wir das so intuitiv irgendwie umsetzen und gucken, was dabei rumkommt. Und das ist bei dir auch ganz stark beim Arbeiten. Ja. Ja, weil so ein bisschen Spannung gehört ja auch dazu. Ne? Also ich finde, ein Bild wird dann richtig gut, wenn man so schon noch ein bisschen gefordert ist und immer wieder was Neues irgendwie machen möchte. Ne? Also ich finde eh Stillstand, so mag ich halt irgendwie gar nicht so richtig. Ich bin immer so ein bisschen am Weiterkommen und auf der Suche noch nach neuen Wegen und neuen Dingen. Und das geht dir wahrscheinlich auch so, dass du immer versuchst, noch daraus wieder was zu lernen und beim nächsten Bild irgendwie noch wieder so die Erfahrung aus den anderen Bildern mit einzubauen. Total. Und das Weiterkommen und immer wieder so neugierig sein, gucken, was geht da noch, ne? Also gibt es noch andere Wege oder so, und wo kann man drauf weiterbauen? Ja. Kann ich das Kleine, was hier passiert ist, vielleicht noch größer machen auf einem anderen? Ja, genau, was durch Zufall entstanden ist, nochmal reproduzieren. Kann aber es wiederholen, aber dann größer oder anders. Genau. Dein Stil, hat er sich total schnell entwickelt oder hast du viele verschiedene Sachen ausprobiert? Bin ziemlich schnell in eine Richtung, wo so mehr so fließende Farben im Vordergrund stehen, also dieses bisschen mehr mit Tinte, genau. Also es ist eine Acryltinte, mit der ich arbeite, und die mische ich eben viel mit Wasser, und dadurch sind so ganz viel eher so subtile Verläufe und weiche Übergänge können dadurch entstehen. Dieses Schichten der Farben, wenn die so wässrig sind, das mag ich so gerne, weil da so unterschiedliche Effekte bei rumkommen kann. Und es ist auch so ein Prozess, der so wenig steuerbar ist manchmal. Also das macht es für mich auch so spannend, weil man muss ziemlich viel darüber lernen, wie sich die Farben verhalten. Mhm. Und das war ein langer Prozess, aber jetzt hat man da so ein Wissen angeeignet sich, aber dann darüber wieder irgendwie Neues zu probieren, macht es total spannend. Das ist so eine spannende Farbe irgendwie, so eine spannende Art zu malen, ja. So subtil einfach, was auch voll zu meinen Motiven passt, finde ich. Dieses weiche, zarte, pastellige. Wie ist deine Farbpalette entstanden? Oder wie entsteht sie jedes Mal neu? Mhm. Gehst du echt auf die Suche nach Inspiration? Oder wie kommt die zustande? Wie sind die entstanden? Ich glaube, das ist schwierig zu beantworten, weil das ist so in einem drin, oder? Das, was ich so aufnehme in der Umgebung, wenn ich so durchs Leben gehe, das sind ja meine Farben, die mich so ansprechen. Ja. Und die sammle ich irgendwie wahrscheinlich in einem Speicher und benutze die dann einfach. Ich glaube, das kann man gar nicht. Das ist einfach unterbewusst. Genau. Also ich suche die nicht, die Farbe, sondern ich finde die einfach. Also das und das. Ja, ist wahrscheinlich einfach wie so eine Festplatte im Kopf programmiert ist. Das ist wahrscheinlich bei jedem anders so seine Farbe. Ich finde es total spannend, weil wenn man jetzt die Farbe Rot in den Raum wirft, dann wird jeder, der irgendwie am Tisch sitzt, eine andere rote Farbe in seinem Kopf entwickeln. Jeder hat ein anderes Bild von Rot. Und das macht es, finde ich, so spannend, das Thema Farben, weil ja jeder mit seinem Hintergrund, mit seinen Bildern im Kopf, mit seinem Rucksack, den er so quasi mitbringt, diese Farbe Rot irgendwie gespeichert hat. Mit was anderem assoziiert. Genau. Ja, und auch, wir haben ja auch wirklich physisch jeder andere Augen und sehen auch die das. Farben anders. Ja. Und dann ist so eine Farbe natürlich auch nochmal, variiert natürlich auch nochmal, wenn sie dann schon auf der Leinwand ist. Ob da jetzt ein warmes Licht, eine Abendsonne drauf scheint oder eine Morgensonne oder... Total. Meine ganze Wand im Wohnzimmer, die Farbe, die ich auf die Wand gemacht habe, die sieht im Sommer komplett anders aus als im Winter, weil das Licht einfach anders ist. Und das macht so spannend. Also ich finde so Farben finden ist so ein schöner Prozess in diesem ganzen Schaffungsprozess. Und auch spannende Kombis und so. Genau. Und das ist ja auch nochmal die Farbe Rot neben, was weiß ich, Grün macht wieder eine ganz andere Wirkung als neben Gelb. Dieses Farben kann man, glaube ich, nie ganz begreifen. Also das kann man nie ganz steuern. So. Also das. Es hat was Magisches, was
mystisch ist. Und es ist halt ein großer Teil der Arbeit. Also, ja, total. Das ist ja eigentlich ein richtig großer Teil, ja. Ja. Was bedeutet für dich der Begriff Slow Living? Ich glaube, dass man so als Künstler gar nicht anders kann, als Slow Living zu leben. Für mich bedeutet es einfach präsent im Moment leben. Also nicht immer in der Vergangenheit denken, in der Zukunft denken, sondern sehr im Hier und Jetzt sein, im Moment sein, sehr verbunden sein mit seiner Umwelt, mit der Natur, sehr achtsam zu sein. Also eigentlich ähnelt es sehr Mindfulness. Ja, finde ich, genau. Also das bewusst auch zu leben, das dann wirklich sich wieder das anzutrainieren, weil ich finde, als Kind haben wir ja viel dieses Leben im Moment, so dieses ganz neugierige, offene Blick nach außen und gar nicht so in der Vergangenheit und in der Zukunft. Und dadurch leben die viel präsenter. Und das ist für mich ein großer Teil von Slow Living auf jeden Fall. Das zu trainieren, wie man da wieder hinkommt, finde ich, das sind dann so Dinge, die dann darunter zählen. So viel in der Natur sein. Das ist für mich ein großer Aspekt. Aber auch vor allem wilde Natur, also jetzt wirklich mal im Wald, wo wirklich keine Wege sind und so ganz präsent sein. Ja, bewusst den Alltag langsam gestalten, sich mal Zeit für einen Kaffee nehmen zwischendurch, ja. Rituale? Genau. Hast du bestimmte Rituale, die dir dabei helfen? Ich hätte gerne mehr, auf jeden Fall. So ein Alltag mit Kindern, so ganz klein, ist halt einfach schon gestört genug. Ne? Ja. Genau. Und klar würde ich mich gerne jeden Morgen auf meine Yogamatte setzen und irgendwie 10 Minuten wenigstens es schaffen, Yoga zu machen. Ich mache es abends vorm Schlafengehen, wenn sie im Bett sind, die Kinder. Ja. Genau, manchmal tut mir das auch gut, dann mache ich das auch. Aber ich glaube, dass dieses bewusst in sich horchen, was brauche ich gerade wirklich, brauche ich das wirklich oder stresst es mich noch mehr, das jetzt zu müssen wieder? Oder schaue ich lieber irgendwie nochmal, dass ich eine Runde durch den Garten gehe oder sowas, ganz bewusst laufe oder mich nochmal hinsetze und kurz irgendwie Tagebuch schreibe oder Rituale, die dann aber nicht so starr sein müssen, sondern eben auch variabel sind. Ne? Das ist Slow Living, ja. Und ja, Perfektionismus abschalten auch. Also dieses immer noch mehr schaffen, noch mehr schaffen, noch mehr schaffen in so kurze Zeit. Also ein bisschen die Geschwindigkeit, die unsere Gesellschaft ja hat, einfach mal bewusst rauszunehmen. Genau. Aktiv, genau. Ne? Weil das, ja. Wir leben nun mal echt in einer Zeit, wo immer mehr, immer besser, immer schneller. Und das muss man aktiv durchbrechen. Und das ist Slow Living auf jeden Fall, finde ich. Mhm. Präsenter sein, offener. Ja. Und das ist ja aber auch voll die Voraussetzung, finde ich, fürs künstlerische Arbeiten, weil das Malen klappt nicht, wenn du mit deinem Kopf woanders bist. Genau. Ja. Und auch das Ganze, was davor stattfindet, es muss ja irgendwie ein Input reinkommen erstmal. Also was du dann beim Malen quasi so umsetzen willst oder übersetzen willst von dem, was so den ganzen Tag auf dich zuprasselt. Und wenn ich einfach nur so von A nach B schnell kommen will, immer nur das Ziel im Blick, dann bin ich ja gar nicht im Moment und kann gar nicht aufnehmen, was mich so anspricht, was mich interessiert, was mir irgendwie so über den Weg läuft, spontan. Und ohne das kann ich auch nichts Kreatives erschaffen so richtig. Ja. Ich erinnere mich auch nur zu gut daran, dass das Malen schon als ich, ja, ich habe echt richtig angefangen zu malen, auf der Leinwand mit 11 Jahren, glaube ich. Hatte ich mir von meinen Eltern zu Weihnachten wie fehlt das deutsche Wort? Eine Staffelei? Genau. Ich habe mir von meinen Eltern zu Weihnachten eine Staffelei gewünscht und die hatte ich auch bekommen. Und dann habe ich mit 11 richtig angefangen, auf einer Staffelei mit Leinwand zu malen und so. Und ich konnte das echt stundenlang machen. Ich habe mir dann so Fotos ausgedruckt aus dem Internet und die dann so aufgeklebt auf meine Staffelei und habe angefangen zu malen und habe dann versucht, halt das Foto so realistisch wie möglich abzubilden. Abzubilden, genau. Und ich habe mir eine CD reingelegt in meinen CD-Spieler und habe echt stundenlang war ich einfach weg. Ja. Und es ist mir total nicht aufgefallen, dass so viel Zeit vergangen ist, bis irgendwann meine Mutter dann anklopft und sagt, so ist es Zeit zum Essen oder irgendwas. Das war immer total der magische Moment für mich, dass ich einfach so komplett in diese Welt der Leinwand verschwinden konnte. Und das
ja, es gab nur die Leinwand und die Musik in dem Moment und nichts anderes und ich war einfach nur glücklich. Und ja, das ist ein richtig guter Zustand, finde ich. Ne? Das total, schafft man, das ist eine Art Meditation. Ja, das ist eine Meditation. Ja. Genau, das ist beim Malen, finde ich, auch. Und es tut so gut. Ja, so ähnlich zur Meditation, ne? Dass du in so einem Moment bist, wo du alles um dich herum vergisst, so kein, also der, die Gedanken so aufhören zu denken und du nicht so ins alle Werden Sorgen, alle Ängste immer wieder irgendwie so eine Geschichte im Kopf entwickelst, sondern genau, es ist einfach nur ja, frei bist so im Kopf. Ja, und das hat Meditation nämlich ähnlich, stimmt. Hm. So ein meditativer Zustand, ja. Ja. War witzig, ich habe auch, als ich zu alt war ungefähr, habe ich auch so einen Aquarellkasten von meinen Großeltern zu Weihnachten bekommen und das war auch so, so mein Startschuss, so jetzt kann ich irgendwie, jetzt habe ich einen ganz tollen Aquarellkasten, jetzt kann ich so richtig schön anfangen zu malen, ja. Herrlich. Aber so als Kind hat man dann doch immer noch, also sind wir, glaube ich, sozialisiert worden, so gedacht, ich muss jetzt genau das, was auf dem Foto ist, abbilden können. Ne? Und jetzt sind wir so völlig weg davon wieder und haben verstanden, dass das Abbilden von der Wirklichkeit ja gar nicht so der, gar nicht mehr die Aufgabe der Malerei ist. Also, das hat die Fotografie ja abgelöst, zum Glück. Schon vor ziemlich langer Zeit. Und, wie zeigt sich Slow Living und Mindfulness und das Verlangsamen, nachdem wir verlangen, wie zeigt sich das in deiner Inneneinrichtung, in deiner Einrichtung vom Haus? Ich bin voller Fan von Minimalismus, aber gleichzeitig auch nicht zu steril und zu kalt. Es muss total persönlich sein, damit ich mich, also das war immer schon so, unsere eigenen vier Wände waren immer so unser liebster Ort, was sag ich mal. Also das muss einfach uns widerspiegeln und es muss genau uns irgendwie, zeigen so und aber trotzdem reduziert. Das ist vor allem fürs Slow Living, finde ich, für mich wichtig, dass du nicht ständig mit extrem vielen Reizen irgendwie konfrontiert bist, sondern aufs Wesentliche reduziert, nichts Unnötiges, was einem jetzt auch nicht ästhetisch was gibt. Es darf schon mal irgendwo was rumstehen, was natürlich einem auch was keine Funktion hat, natürlich. Es muss nicht alles funktional sein, aber reduziert auf das, was einem wirklich eine Bedeutung hat. Also angefangen habe ich, glaube ich, mit Marie Kondo. Yeah. Da habe ich immer ständig irgendwie zweimal im Jahr Marie Kondo durchgearbeitet und alles reduziert. Ich habe auch immer wieder mal regelmäßig so ein so eine Aufräumswut. Ja, genau, weil das kann ja nur, das macht dann ja auch wieder Raum und Offenheit, wenn man auch mit wenig umgeben ist, was einen irgendwie ständig anguckt. So. Total, das habe ich auch. Ja. Genau. Ja. Und wie machst du das mit dem ganzen Kinderkram zu Hause? Ja, wir haben da so Bänke, wo die Kinder, also nee, vieles halt um im Kinderzimmer, aber nein, hier unten hat es auch seinen Platz und es hat auch seine Berechtigung, hier zu sein. Ja, danke. Aber es natürlich gehört auch zu uns, klar. Die Identität ist auch regelmäßig Chaos, definitiv. Ja. Einmal in der Woche sieht es so aus wie jetzt. Ja, genau. Und dann die restlichen Tage baut sich das immer so in Wellen auf und ab. Oh, wow. Ja. Das ist, wow, wir sind uns sehr ähnlich. Ja, total. Aber auch da, also klar, ich bewerte jetzt nicht jedes Spielzeug, was ins Haus kommt, aber da gibt es ja auch alles so schön irgendwie. Also klar dürfen die auch was haben, was sie wollen, aber da kann man ja auch auf die Bedürfnisse aller gucken. Ne? Ja. Ja. Nein, Slow Living heißt aber dann auch, sich in allen Bereichen im Haus so wohl zu fühlen, dass man da wirklich gerne ist, gerne kocht, gerne sich aufhält und Orte hat, die einfach für einen selber funktionieren. Und wenn ich mich abends dann im Winter auf den Sessel vom Kamin setze, dann ist das so geplant, dass der Sessel da steht vom Kamin und irgendwie, das gibt dann die Möglichkeit, sich da in Ruhe hinzusetzen und ein Buch zu lesen, ohne den Fernseher daneben oder sowas. Das, glaube ich, kann man auch gut so danach einrichten, ne? Dass man solche Orte hat, so Wohlfühlorte, dass die Küche so ist, dass man da wirklich super gerne kocht und sich total wohlfühlt. Maja. Definitiv, also Einrichtung hat für uns einen extrem hohen Stellenwert. Also es ist irgendwie, es muss nicht alles perfektionistisch sein natürlich, aber zu uns passen, das ist, glaube ich, das. Ja. Ja.
ich eine Kleinigkeit für dich mitgenommen. Oh, bitte schön. Ich war die letzten Monate damit beschäftigt, um einen Kunstabdruck zu machen von einem meinen Arbeiten. Oh, das kann ich jetzt wieder machen. Wow. Ich freue mich auch so mega über das Papier. Boah, ist das gut geworden. Ja. Wow. Wow, der Wahnsinn. Das ist ja, jetzt sehe ich das erst, ich habe das vorher gar nicht gesehen, das ist ja eine Originalpflanze da drauf, oder? Ja, auf dem Original, ja. Auf dem Original, ne? Aber auf dem Abdruck sieht es auch, also wenn man nicht direkt davor steht, sieht es aus, als wenn die Pflanze echt wäre. Wow, das ist wirklich richtig gut geworden. Dann würdest du berühren wollen, weil du denkst, ja, ich fühle die Blätter, ich fühle die Blüten. Jetzt hätte ich jetzt den Blütenstaub hier abrieseln, so, so gut. Und auch dieses Weiß, dieser Weißton von dem Kalk und es kommt richtig gut rüber. Oh, richtig schön. Danke. Sehr, sehr gerne.